Die Centennial Sniper ist ein komisches Geschöpf. Einerseits hat sie dieses riesige Zielfernrohr für sehr große Distanzen. Und sie schiebt eine superschnelle Kugel, besonders mit High-Velocity-Ammo. Andererseits ist die Kugel relativ schwach, nur 123 Damage und nur 180 Meter Headshot-Range. Wo sind Kills halt auf die Distanz? Eigentlich passt das irgendwie nicht zusammen, aber eigentlich spiele ich die auch mal ganz gerne. Ich liebe es, wenn die genau so laufen. Wie zum Beispiel jetzt, denn dieser Hunter hat zwar den Scopesmith-Trait, aber keinen Bullet-Grubber. Deshalb scheiden für mich Mosin und Lebel aus. Also mal gucken, was mit der Centennial so zu holen ist. Ich weiß, dass die Spinne in Moses Power Tree ist und dass da gleich Leute von Osten hinrennen werden. Die müssen also entweder durch den Fluss oder über die Brücke. Das hier ist also der perfekte Ort, um sie zu snipen. Nur kurz checken, ob hinter mir alles sicher ist. Ja, alles sicher. Ah, wat ein Scheiß. Da war sie schon da. Ja gut, aber hier komme ich weg, glaube ich, dass die nochmal meinen Kopf trifft. Oder irgendwas. Ja. Okay, das ist ein bisschen schräg. Vielleicht komme ich da doch noch irgendwie außen rum. Die da jetzt südlich von mir fighten. Gut, da jetzt den Boss zu machen, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Ja gut, aber vielleicht kommen die ja rum. Ich habe jetzt die Ausdauer. Vielleicht sagen die jetzt, ja komm, jetzt mal erstmal fighten. Jetzt müsste ich halt nur irgendwo Nahkampfwaffe finden. Achso, die fighten da auch. Oh, das ist relativ nah. Ah, in dem Turm wahrscheinlich. Ach, sie sitzt da hinten immer noch. Oh, was? Sie ist doch lit. Schiss, von da hinten kommt ja wieder einer. Okay, die mögen sich auch alle nicht. Dass ich sie da nicht getroffen habe. Will ich jetzt zwischen denen durch? Nee, fuck. Hier ist ja auch noch irgendwer. Jetzt einen richtig großen Bogen aus rumlaufen. Aber ich laufe halt leider in die hier rein. Ach, da hinten. Hä? Auch gerade noch gesehen. Da sneakt sie. Okay, dann habe ich die gehört. Dann ist jetzt hier hinter mir hoffentlich doch keiner mehr. Das Schlimme an Dessal, du hast nie Sichtlinien. Oh, jetzt hänge ich an irgendwas.
hier noch mehr Freunde. Ah, shit. Freunde. Ein oder zwei? Zwei. Stopp doch bitte. Aua. I am burning. I am in danger. Hier die Fire Brothers. Wow. Ist der andere Knutzen auch weg. Shit. Munition ist auch ein bisschen knapp. Können wir den Käfer wegschmeißen. In der Hoffnung, was Geiles zu finden. Schmeiß mal da an den roten Busch. Wo ist er? Da. Ja, behalte ich mal. Wenn nur noch eine Signalpistole. Bisschen nervig, dieses Feuer. Und der Immo dreht sich traurig wieder um. Munition gibt es nur da oben im Norden. Jetzt frage ich mich, ob da oben noch Special Immo liegt. Und wo die Leute sind, die von hier rumgeballert haben. Perfekt. Na gut, die von hier rumgeballert haben, die bewachen jetzt bestimmt den Exit. Entschuldigung, Horsey, Egeli. Wer knackt da? So eine schöne Ecke hier. Kann man sich gut hinsetzen, ohne dass einem was passiert. Ja, dass die da aus der Ecke, dass die da drin saßen. Aber gut, die fighten. Das mag ich. Halt da oben den Exit so gut wie gar nicht einsehen. Höchstens von hier. Nee, nicht mal von hier. Die schießen da von da oben rein.
Ah, da hinten kann ich einen Exit sehen, aber... Das ist halt das Problem mit Medium Ammo. Killt halt nicht. Wobei ich ja gedacht hätte, das wäre jetzt hätte ein Headshot sein müssen. Guck mich mal oben auf den Hügel. Ja. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Für Crown. Mosin habe ich auch keinen Bock drauf. Ich muss mich gerade fragen, ob es nicht die vernünftigere Entscheidung wäre, einfach zu gehen. Und noch die Krähen. Da ist dieser schöne Hochsitz, aber von dem sieht man absolut nichts, weil dieser Baum davor ist. Ich schätze, die Centennial-Dame habe ich jetzt auch etwas verschreckt, dass sie da mal zwei Treffer überlebt. Ist auch einfach nicht fair. Ich wollte gerade sagen, die können sich eigentlich schon längst aufgemacht haben. Aber haben sie nicht. Ja, man sieht halt Shit. Wenigstens auf den Baum klettern könnte. Stehen hier. Und dann bin ich halt automatisch so nah dran, dass es blöd wird. Ja, jetzt ist es halt blöd. Okay, die Centennial ist noch da. Mal von da oben versuchen, aber wenn ich da gepusht werde, ist es halt wirklich vorbei. Ich kann auch richtig dumm da hochklettern. Okay, die zum Daniel sitzt da hinten. Hat die gerade wen gekillt? Oh Mann. Schießt da oben aus dem. Weiß ich noch was? Aus dem Speicher. Der Weg zum Ausgang ist jetzt frei. Okay, das Team sitzt jetzt da im Norden. Das heißt, der Ausgang ist halt wirklich frei. Da muss ich aufpassen. Meint wohl mich. Ja, sollen wir alle eine Weile husten?
wir gleich nichts mehr sehen. Ich hätte mir von den anderen Typen irgendwie eine andere Knarre mitnehmen sollen. Könnte ich vielleicht noch machen. Aber ich weiß nicht, was die hatten. Schöne Sparks. Schöne Sparks-Sniper. Pfeil und Bogen ist dabei. Ich meine, es sitzt, also es saß eben auf jeden Fall oben einer drin. Hinter diesem Fenster. Der hat da oben irgendwie rausgeschossen. Klingt so, als könnte da noch sein. Ich muss aber ganz weit bis zu diesem weißen Häuschen, bis ich den sehen kann. Und dann habe ich da, glaube ich, trotzdem keinen Winkel drauf. Jetzt. Oh Mann, ich hasse das. Jetzt könnte es klappen. Okay, Fenster ist zu. Das ist die von vorhin. Der bin ich immer noch sauer. Oh, da klettert einer hoch. Oder runter, je nachdem. Oh, leer runter. Nee, hey, bewegt sich zu viel. Jetzt ist sie down. Aus dem Fenster. Das Gefühl, da sterben ständig Leute, aber ich kann es nicht beweisen. Sie ist noch da. Das Fenster ist wieder zu. Mal gucken, was die da hinten für Waffen hatten. Gerade nicht so super überzeugt mehr von der Centennial. Jetzt mache ich natürlich den Ausgang frei. Okay, das machen wir nicht. Ach, blubbern da rum. Muss ich oben rüberlaufen. Da sieht mich natürlich jeder. Ach so. Jetzt kommen sie hier raus. Zumindest der Unsichtbare. Ich glaube, ich könnte die auf jeden Fall sehr irritieren, wenn ich plötzlich mit einer anderen Waffe käme. Ja, wenn ich hier durchkäme. Nur mal, was die anderen da hatten. Vielleicht ist es ja richtiger Mist. Auf jeden Fall noch drin. Finde ich gut. Und die sind nicht mehr auf dem Dach. Das finde ich schade.
Drilling hätte ich schön gefunden. Oh! Okay. Okay. Jetzt passiert auch mal Damage. Vielleicht. Ich habe halt keinen Bullet Grubber, aber kann ich alles haben. Centennial schießt aber schon auch immer noch. Hm. Okay, ist ja ganz woanders. Haben die sich jetzt vielleicht doch aufgemacht? Na gut, ist vielleicht doch ein bisschen weiter weg, als ich kann. Oh ja, danke. Nur mal die Leute verwirren, dass ich plötzlich mit was anderem schieße. Wobei, vielleicht hat sie auf die Distanz gar nicht den Unterschied gehört. Hä? Die laufen nach Norden jetzt. Kommen auf jeden Fall in irgendeiner Form raus. White Shirt. Bam. Und bam again. So, irgendwann musste das ja mal klappen. Jetzt ist theoretisch ja der Weg zum Ausgang frei. Jetzt bin ich gespannt, ob sie das machen wollen. Hä, liegt da ein? Nee. Achso. Pimmelfische. Oh ja, was. Theoretisch könnten sie jetzt ja zum Ausgang pushen. Und dann könnte ich theoretisch noch was sehen. Die hat sich auch wieder bewegt. Könnte reichen. Immerhin Long Ammo. Und die war bestimmt nicht zum ersten Mal down. Sitzen das aber auch alle aus, ey.
mal hier so ein bisschen nach dem Ausgang. Stirbt schon wieder wer? Hey, sowas alles noch. Also da gibt's immer noch Fanning und eine Crown. Ganz hier oben gibt's vielleicht noch mal einen Winkel. Vielleicht nicht auf die Distanz. Wahrscheinlich aber schon. Einer rennt jetzt los für den Red Skull Revive. Ja. Die liegt da oben. Ja, dann steigt er mal hoch. Oh, wie nice. Okay. Ich glaube, also ich schätze, die musste die Red Skull reviven. Die Frage, ob hier noch wer kommt. Es war nur ein Bounty gepickt. Kommt da noch ein zweiter? Ich glaube nämlich nicht. Hat die das da drin jetzt noch geschafft? Das Bounty da draußen ist jetzt erstmal leichter zu holen. Ich habe blöderweise einen Hochsteigen für. Ach was. Ja, dann müssen wir was anders machen. Ganze Turm brennt. Ja, jetzt muss ich da nochmal nachladen. Das wird alles, dauert alles ein bisschen. Ja, dann muss ich aber auch wieder dahin zurück, wo ich dann Winkel drauf haben. Ne, der eiert da immer noch im Leer herum. Wobei ich nicht weiß, ob das das Bounty ist, was sich da bewegt hat. Oh. Schon.
Na, irgendwer lebt halt noch. Aber hätte die Bounty aufgehoben und wäre dann zur Freundin gelaufen, wenn da drin noch welche leben würden? Na, sei es wie es sei. Irgendwer hat die Hühner ausgelöst. Ich warte jetzt, bis die da oben durch sind. Aha. Okay, wir gehen mal wieder dahin, wo ich vorhin einen Winkel hatte. Hinter diesem. Was ist das überhaupt? Na gut, aber wenn die jetzt knusprig sind. Da muss ich da wohl hochsteigen. Kann natürlich noch irgendein Solo sein. Der sitzt immer noch da oben drin. Also, oben drin. Noch in diesem Teil. Im Leer. Ja, jetzt kommt er näher. Das sind mehrere. Die wollen ihr Bounty wieder haben. Oh, der eine steigt hoch. Runtergesprungen. Hä? Die eine habe ich doch vorhin erst gekillt. Ja, hat da tatsächlich noch einer überlebt von denen. Scheiße. Hätte ich mal. Hätte ich mal noch einfach 2 Minuten länger gecampt. Ich meine, hab schon lange genug gecampt. Wenn die jetzt zum Ausgang ran. Wir ran jetzt zum Ausgang. Okay, doch nicht. Versteck mich in der Mietheit. Nicht das Klavier! Bertha Panislowski. Sind sie da so lange drin geblieben? Diese Scheiße immer zu. Machen sie, glaube ich, nicht nochmal. Jetzt kommt eine Choke. Ja, es reicht nicht. Das sehe ich trotzdem. Die
muss da jetzt auch tot sein einfach. Einer ist weit genug für Hive Hof. Ich schätze jetzt, lassen Sie die Freundin auch einfach zurück. Deshalb muss ich jetzt mal am Ausgang gucken. Oh, lassen die Freundin doch nicht einfach zurück. Minuten noch. Die macht's aber auch knapp. Wenn sie jetzt zum Ausgang pushen? Nee. Also nicht. Wenn ich sie hier nochmal sehen. Kann ich das nochmal sehen? Er hat laufen. Mit Freundin oder ohne? Von hier aus kriege ich aber nochmal einen Winkel. Haben sie dich tatsächlich mitgenommen? Hä? Da liegt sie wieder. Ja, blöd. Für alle Beteiligten. Ich muss da jetzt ran. Extracten. Die 30 Sekunden laufen schon. Sind alle drei auf dem Bein. Ah. Ja gut. Da war halt auch einfach nichts mehr drin. Da war einfach nichts mehr drin. Aber das war eine schöne Runde und ich schätze, die extracten jetzt auch. Ah, ich musste da jetzt rein. Der hat sogar noch Feuer. Musste da jetzt rein, sonst wäre es vorbei gewesen. Komm, spart's euch. Extracted einfach. Danke. Uff. Ja, die Lebel kannst du haben. Wobei, nee, die hat mir schon gute Dienste getan. Aber meine Herren, war das eine Runde. Spiele ich hier noch ein trauriges Liedchen. Mein Bogen. Ich habe halt nicht früher geschossen, weil ich wusste, dass ich da nicht durchschießen kann, aber ich hätte es versuchen müssen. Egal, trotzdem gut. Ja, es gab Momente, da hätte ich halt wirklich mit Bounty rauskommen können, als ich da die Bounty-Trägerin gesniped habe. Ich habe halt nicht verstanden, wie die das Bounty raustragen konnte und dann noch ein Trio da einfach zurücklassen konnte, aber naja. Ich habe jedenfalls aus einer Dreiviertelstunde Matchtime eine Menge rausgeholt, glaube ich, wenn auch kein Bounty, und euch hoffentlich damit unterhalten. Wenn ja, schnappt euch ein Abo, lasst einen netten Kommentar da und einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für euren Support, ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian, bis dann, ciao.